was dein Geburtsdatum über deine Persönlichkeit aussagt. Sowohl Wissenschaftler als auch Statistiken bestätigen, dass das Geburtsdatum deinen Charakter, deine Lebensentscheidungen, deine Karriere und sogar dein Liebesleben beeinflussen kann. Deshalb hilft dir die Beantwortung der Fragen in diesem Test, mehr über deine Persönlichkeit herauszufinden. Aber bevor du dich selbst besser kennenlernst, denk daran, auf den Abo-Button zu drücken und die kleine Glocke zu aktivieren, um zu uns auf die Sonnenseite des Lebens zu kommen. Nach jeder Frage hast du 5 Sekunden Zeit für deine Antwort. Denk daran, deine Punkte aufzuschreiben. Am Ende des Tests zählst du sie zusammen. Nummer 1. Wann hast du Geburtstag? A. Januar bis März. B. April bis Juni. C. Juli bis September. D. Oktober bis Dezember. Wenn deine Antwort A ist, erhältst du 40 Punkte. Antwort B bringt dir 30 Punkte. Wenn du Antwort C gewählt hast, notiere dir 20 Punkte. Antwort D ist 10 Punkte wert. Nummer 2. Wähle deine Lieblingsjahreszeit. A. Sommer. B. Frühling. C. Winter. D. Herbst. Antwort A bringt dir 20 Punkte. Wenn deine Antwort B ist, erhältst du 30 Punkte. Wenn du C gewählt hast, fügt dir 40 Punkte zu deiner Gesamtpunktzahl hinzu. Antwort D ist 10 Punkte wert. Nummer 3. Wann ist dein Geburtsdatum? A. 1. bis 8. B. 9. bis 17. C. 18. bis 25. D. 26. bis 31. Antwort A ist 10 Punkte wert. B bringt dir 40 Punkte. Wenn du Antwort C gewählt hast, notiere dir 30 Punkte. Wenn du dich für Antwort D entschieden hast, erhältst du 20 Punkte. Nummer 4. Zu welcher Tageszeit wurdest du geboren? A. 0 bis 7 Uhr. B. 7 bis 14 Uhr. C. 14 bis 21 Uhr. D. 21 bis 0 Uhr. Wenn deine Antwort A ist, erhältst du 40 Punkte. Wenn du Antwort B gewählt hast, notiere dir 20 Punkte. Antwort C bringt 10 Punkte. Antwort D ist 30 Punkte wert. Nummer 5. Wähle das Persönlichkeitsmerkmal aus, das in deinem Charakter am auffälligsten ist. A. Nachdenklichkeit. B. Kreativität. C. Fröhlichkeit. D. Disziplin. Wenn deine Antwort A ist, erhältst du 40 Punkte. Antwort B ist 20 Punkte wert. Wenn du dich für Antwort C entschieden hast, notiere dir 30 Punkte. Wenn du Antwort D gewählt hast, füge deiner Gesamtpunktzahl 10 Punkte hinzu. Nummer 6. Was sind deine Lieblingsfarben? A. Gelb und Orange. B. Grün und Blau. C. Rosa und Rot. D. Schwarz und Weiß. Wenn deine Antwort A lautet, notiere 10 Punkte. Antwort B bringt 20 Punkte. Wenn du Antwort C gewählt hast, sind das plus 30 Punkte. Antwort D ist 40 Punkte wert. Nummer 7. Welches Tier magst du am meisten? A. Fuchs. B. Wolf. C. Delfin. D. Hirsch. Antwort A ist 10 Punkte wert. Wenn deine Antwort B ist, füge deiner Gesamtpunktzahl 40 Punkte hinzu. Wenn du Antwort C gewählt hast, notiere dir 20 Punkte. Wenn deine Antwort D ist, erhältst du 30 Punkte. Du hast jetzt 10 Sekunden Zeit, um deine Gesamtpunktzahl zu berechnen. Falls du mehr Zeit benötigst, halte das Video kurz an. Bist du bereit? Dann schauen wir uns jetzt die Ergebnisse an. Deine Gesamtpunktzahl beträgt 70 bis 110. Obwohl du nicht anfällig für Depressionen oder Stimmungsschwankungen bist, leiden die Menschen um dich herum oft unter deiner Reizbarkeit. Du bist entschlossen und hartnäckig und versuchst alles, um deine Ziele zu erreichen. Du hast beeindruckende Ambitionen und träumst von einer strahlenden Zukunft. Glücklicherweise macht deine fleißige Natur deinen Erfolg sehr wahrscheinlich.
Deine Freunde sind von größter Bedeutung für dich. Du schätzt diese Beziehungen und würdest alles tun, wenn einer deiner Freunde Hilfe braucht. Du liebst es, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, neue Leute zu treffen, zu plaudern und Freunde zu finden. Denk daran, dass du leicht eifersüchtig, wütend und verletzt werden kannst. Versuche, diese negativen Emotionen zu unterdrücken. Deine Gesamtpunktzahl beträgt 120 bis 150. Alle deine Freunde sind sich deines wankelmütigen Charakters bewusst. Deine Stimmung kann in wenigen Minuten von wundervoll zu schrecklich werden. Gleichzeitig bist du eine kontaktfreudige und gesellige Person. Dank deiner extrovertierten Seele wirst du als freundlich, optimistisch und durchsetzungsfähig beschrieben. Außerdem hast du die Fähigkeit, andere mit deiner unendlichen Begeisterung zu infizieren. Du liebst Outdoor-Aktivitäten und Teamsport, die draußen gespielt werden. Du hast ein großes Potenzial und kannst in verschiedenen Lebensbereichen großartige Ergebnisse zielen. Du bist auch extrem empfindlich, was sarkastisches und sogar zynisches Verhalten hervorrufen kann. Du interessierst dich sehr für Menschen, die du liebst. Du vertraust nicht leicht, aber wenn du es tust, ist es für das Leben. Du könntest depressiv werden, wenn du bei etwas versagst. Wenn du Erfolg haben willst, sei nicht zu hart zu dir selbst. Deine Gesamtpunktzahl beträgt 160 bis 210. Du bist eine unglaublich optimistische Person. Du verlierst nicht einmal an den dunkelsten Tagen den Mut. Du bist aktiv und energisch und versuchst nicht zu lange drin zu bleiben. Du bist ehrgeizig und charismatisch und hast damit perfekte Führungsqualitäten. Du kannst ein wenig stur und herrisch sein, aber du bist auch kreativ und schlau. Außerdem bist du sehr entschlossen und nichts kann dich daran hindern, deine Ziele zu erreichen. Deine kontaktfreudige Natur zieht Menschen an. Deshalb bist du fast immer von Freunden und Bewunderern umgeben. Du liebst und respektierst deine Freunde. Bei ihnen solltest du vorsichtig sein, um nicht zu herrisch zu werden. Diese Tendenz kann Leute nämlich wegdrängen. Es ist auch wichtig für dich, etwas Zeit alleine zu haben und sie in der Natur zu verbringen. Deine Gesamtpunktzahl beträgt 220 bis 280. Du hast eine stoische und ruhige Persönlichkeit. Du wirst selten wirklich wütend und kaum etwas in dieser Welt kann dich irritieren. Gleichzeitig bist du ein bisschen introvertiert und schüchtern. Du bleibst lieber zu Hause und verbringst Zeit mit deinen engsten Freunden, als auf laute Partys zu gehen und mit großen Menschengruppen unterwegs zu sein. Beziehungen sind extrem wichtig für dich. Du träumst davon, deine andere Hälfte zu finden und glücklich bis ans Ende zu leben. Du liebst es, Menschen glücklich zu machen und tendierst dazu, ihre Schwächen und Fehler zu übersehen. Du magst es nicht, Geld zu verschwenden und denkst zweimal darüber nach, bevor du einen ernsthaften Kauf machst. Du bist resistent gegen Erkältungen und kleinere Infektionen. Hast du etwas Neues über dich und deinen Charakter erfahren? Sag es uns im Kommentarbereich unten. Denk daran, den Like-Button zu drücken und das Video mit deinen Freunden zu teilen. Falls noch nicht getan, abonniere jetzt unseren Kanal und bleib bei uns auf der Sonnenseite des Lebens.